So, Level 3. Na, diesmal mit Wald-Yoshi. Wir gehen rein. Zack. Yoshi! Ja, ich hab Bock, wieder Yoshi zu spielen. Und deswegen machen wir das auch. So, Kettenkugel. Gegner, die hier, die ihr im Weg sind, haben Pech, Pech gehabt. Balanciere am Rand, um in Bewegung zu versetzen. Gut. Also, Kettenhund kennen wir auch schon. Solche Kugeln. Entweder von Mario oder halt Yoshi selbst. Können wir rollen, können wir Hindernisse kaputt machen. Erste Wolle haben wir damit. Und, ja, damit können wir halt Gegner platt machen, wie zum Beispiel die Piranha-Pflanze. Bäm, tschüss. Ich habe gar keine Eier, ne? Das ist doof. Da muss ich ein bisschen vorsichtig sein, ich will hier hoch. Das war hier auch nichts verpassen. Wupp. Zack. So. Stempelmünzen sieht soweit gut aus. Nehmen wir alle mit. Drei Stück haben wir schon. Stempelmünzen sage ich dazu immer, ne? Es sind eigentlich nur so Stempel. Egal. So. Gehen wir rein da. Jetzt haben wir auf jeden Fall ein Höhlenlevel. Wap, wap. So, hier ist Stampfattacke relativ wichtig. Wir brauchen aber gleich mal Wollknolle. Ah, da. Komm, sag ich jetzt. Ohne fühle ich mich ein bisschen nackig. Oder das auch wahrscheinlich manche sehen wollen, aber nee. Lassen wir mal. So, diesen Schwamm hier, den können wir natürlich mit Eiern zerstören, entweder gegenspringen oder Stampfattacke. Oh. Was haben wir hier? Oh, Energie, sehr schön. Und hier kann natürlich auch eine Menge versteckt sein, deswegen müssen wir echt die Augen offen halten. Ah. Hoch die. Oh, mit dir, Josh. Komm. Hol sie dir. Ich möchte noch ein paar Wollknolle haben. Ich habe nur noch einen. Ja. Falsch. So. Ha? Ha? Bäh? Okay, hier gibt es auf jeden Fall wieder eine Wolke. Da, das nehmen wir auch noch mit. Ja, so tief wollte ich jetzt nicht. Jawohl. Gibt es hier in der Ecke was? Nö. Wollknoll. Nummer 2 haben wir. Wir haben soweit nichts verpasst. Hoffe ich. Kann man hier nicht. Auf den Pil. Aha. Leben bräuchten wir noch. So, jetzt sind wir voll. Bloß nicht treffen lassen. Ah, hier haben wir wieder was versteckt. Ha.
Und Stream-Qualität dürfte eigentlich ganz gut sein. So, jetzt müssen wir hier alles einsammeln mit den Eiern. Oder so. Achso, hey Karin, schön, dass du da bist. So, wir erschaffen eine Röhre. Wie viele Eier haben wir noch? Zwei. Hi, ja. Heute extra Stream für Karin, damit sie wieder gute Laune bekommt. Ah, mache ich doch gerne. Für meine fleißigste Zuschauerin auf jeden Fall. Ah, da haben wir schon die dritte Wolle. Ich bin entzückt. Zack. Läuft ja wie am Schnürchen hier. Irgendwas. Yoshi. Ah, hier sind wieder Gegners. Geht weg. Tut mich nix. Bin nur ein Yoshi auf Durchreise. Ich einmal da weg. Ich auch einmal weg. Und die Blume will ich natürlich. Hutsch. Können wir natürlich auch mit Eiern erreichen, die Blumen. Wie ist unsere Bilanz? Zwei Blumen, vier Wolle, zehn Stempelmünzen. Ich denke, wir sind noch alles im Rahmen. Swingpally ist einwandfrei. Ich bin entzückt. Ist ja supi. Es war klar, dass hier was ist. Es war schon so verräterisch. Hap, hap, hap. Aua, aua, aua. Oh, hier ist auch was. Okay, und hier seht ihr schon, hier können wir runter. Machen wir das. Ja, sehr fein. Wolle Nummer 4. Weil das wohl wieder für einen Yoshi wird. Den wir dann im nächsten Level nehmen. Na, sehr blaulastig. Nee, gar nicht wahr. Lila, blau, pink, also sehr bunt wieder. Aua, aua, aua. Ich hier mal hoch. Gibt's da irgendwas? Gibt's hier was umsonst? Nee. Ich glaube, da haben wir alles. Ich glaube, hier meine ich, war auch was versteckt. Jawohl. Wie gesagt, die erste Welt habe ich mal gespielt. Um einfach mal zu sehen, wie das Spiel sich läuft. Und ob es Spaß macht. Und ja, es macht Spaß. So, alles aus dem Weg räumen hier. Ich habe nur noch einen Wollknäuel. Komm her, ich will dich fressen. Ich will dich fressen. Oh, hier ist auch was versteckt. Also, da gibt es ja ziemlich gemeine Verstecke auch. Man muss da wirklich ein bisschen aufpassen, dass man auch wirklich alles bekommt. Drei Blumen, vier Wollknäuel. Die Stempel, die machen mir immer ein bisschen Sorgen. Oh, hier ist auch was. Blablabla, Pilze. Hier kommen wieder Stampfattacken machen, ne? Ja. Ich weiß nicht, ob das was bringt, aber nachher ist da so ein Stempel drunter und dann weiß ich mir einen Arsch, dass ich das nicht gemacht habe.
Oh, Leben. Okay. Nehmen wir. Bumm. Geschenk aufdröseln. Nächste Blume. Ah, sieht gut aus. Das sieht noch gut aus. Da oben will ich hin. Zack. Aha. Wie kommen wir... Achso, da sehe ich schon rechts. Mhm. Bam, bam. Der kommt runter! Nein! Hoffentlich kriegen wir noch ein Leben irgendwo. Hat ein anderes Fabi. Ne, das ist nur für die Optik, genau. Das hat keine anderen Fähigkeiten oder so. Das ist nur optisch. So, hier runter gibt es hier was. Ne? So, die letzte Wolle haben wir. Deswegen, wir variieren da immer, damit man immer andere Optik hat. Ah, hier ist auch noch eine Stempelmünze. Eine fehlt noch. Und eine Blume. Aha. So, nochmal nachgucken. Nicht, dass man irgendwas verpasst. Aha! Zum Glück sind wir da, haben wir nochmal eine Stempelmünze jetzt nur noch, ne? Die könnte jetzt noch oben sein. Und Leben. Oh, wir brauchen Leben. Okay, hier ist auf jeden Fall eine Wolke. Hier haben wir... Shy Guy. Die Wolke bringt uns das. Aha. Okay, hier ist noch eine Wolke. Das riecht nach Stempelmünze. Ja. So, jetzt haben wir ein Problem mit den Leben, ne? Wir haben nur 15. Nein! Weil hier ist Ziel. Toll, das heißt, ich darf das Level nochmal spielen. Aber diesmal im Schnelldurchlauf. Ah. Unschön. Dass dieser eine Treffer mir noch zum Verhängnis wurde. Auf jeden Fall sehen wir jetzt, was für ein Yoshi jetzt sich daraus Goldregen. Jetzt am Ende des Levels auf der Weltkarte eine Grinseblume erhältst du den Goldregen-Modus im Schnuffelzwitter einmal ausprobieren. Okay. Muss 50 Buntsticker aufnehmen. Dafür gibt es Handwerksarbeitmaterial für die, für Handarbeit-Modus. Was? Okay. Ich fange jetzt nicht hier im Stream an zu häkeln. Das könnt ihr vergessen. So, wir erhalten auf jeden Fall den Bonbon, Yoshi. Bonbon. Und hier war schon unsere erste Burg. Nur, wie gesagt, das Level 3 spielen wir noch kurz nochmal im Schnelldurchlauf. Und diesmal mit vollem Leben durch. Alles überrollen und dann sind wir schon durch. Ja, so schnell geht das. Wenn man nicht alles suchen muss, geht das ratzfatz so ein Level. Aber wir wollen ja nicht durchwaschen. Gratis. Alle Trickanstecker sind umsonst, aber nur für eine begrenzte Zeit. Okay. Man muss dafür bezahlen. Wir benutzen die eh nicht. So, wir spielen jetzt mit Bonbon Yoshi und gehen hier in die erste Festung. Montys Festung. Alles klar. Level 4. Yoshi!
Da sehen wir schon eine Beule, das ist Monty. So, und jetzt wird es ein bisschen gefährlicher. Bäh. Leben nehmen wir. Bäh. So, da oben sehe ich Schleifen. Jawohl. Und Festungen heißen immer, es kommt ein kleiner Boss am Ende. Okay, Blume. Kommen wir da so ran? Haben wir den Skill? Ah, nee, kommen wir nicht. Müssen nochmal. Ah, shit, wie will ich denn hier vorbeikommen, ohne Schaden zu nehmen? Timing. Ah! Vergiss es. Okay, wir kriegen eh noch ein Leben, glaube ich. Sollte so sein. So. Blume. Haben wir hier noch irgendwas? An der Rand? Nö, nix. Gut, weiter. Erster Checkpoint. Oh, Leben, Leben. Nehmen wir. Gibt's hier irgendwas? Oh, jetzt Lava. Und der Lava ist so ein Teppich. Das ist mega cool. Eine ganze Welt aus Wolle. So, da oben will ich einmal hin. Wir wippen. Zack, braun. Ah, nee, da müssen wir schießen. Ah, alles mitnehmen, bitte. Yoshi. Wolle ist Lava, genau. Nicht der Boden, sondern die Wolle. Bam. Ah, da oben will ich einmal hin. Ja. Blume. Wippen muss gelernt sein. Ne? Das muss man als Kind schon früher. So, hier haben wir eine Schlaufee. So, einmal warten. Sicher, sicher. So. Jetzt wollen wir da oben hin. Kriegen wir das so? Oh. Oh, Power. So. Muss da nur ganz leicht tippen, damit man da in der Mitte hinkommt. So, das sollten wir jetzt alles haben. Ah, komm, jetzt sammel das Juwel. Danke. Das Juwel meiner Begierden. Ah, spring doch nicht drüber. Yoshi. So. Gibt's hier oben noch irgendwas? Irgendwas versteckt. Nö? Gut. Ah, hier. Ich wollte schon sagen, weh, da war eine Schimpelmünze dabei. Wow. Gibt's hier irgendwas? Nein, nein. Hier auch nicht. Okay. Ist hier, ach so, hier unten ist safe, okay.
Ach, wir haben eh genug Eier. So. Wollknäuel meine ich, nicht Eier. Mein Gott, ich sagte mal Eier zu. So. Oh, da ist die Wolle. Das ist aber ein gefährlicher Spot hier, Leute. Bisschen Konzentration. Bisschen Fokus. Ah, komm, sammelst doch ein. Danke. Danke. So. Jetzt gibt's da noch irgendwas in der Luft. Nein? Okay. Ah, da unten gibt's mal was. Guck mal an. Trickshot? Nein. Ah, fast. So. Okay, Blume. Blume Nummer 4. Er läuft doch. Aber erst 11 Stempel. Hier gibt's auch nichts. Oder? Ich guck nochmal. Nope. Da gibt's nichts. Nein! Geht weg. Gibt's hier was? Nö. Interessiert. Ja, genau, ne? Ist halt in diesem Spiel so, dass halt, die Gegner zu Wollknäueln werden. Es ist schon witzig. Ich werde aber trotzdem noch Eier zu sagen, weil Yoshi legt nun mal Eier. Okay, hier haben wir... Ah, Montys! Oh, mach doch nicht so Quatsch. Dann schluff ich euch lieber weg. So, vierte Wolle. So, da gibt es doch bestimmt noch irgendwas, oder? Jawohl. Leben brauchen wir. Sind wir auch gerade voll mit. Gibt es hier noch was? Nö. Spikey ist hier. Ja, ist voll überall. Hier ist was. Was ist das? Die Blume. Aha. Okay. Da gibt es auch noch was. Nein, nein, nein. Erstmal hier rum. Leben natürlich. Ja, das war jetzt. Das war jetzt. Das war ja jetzt so klar. Einmal, wenn man einmal gierig ist. Letzte Wolle. Oh, 8 Leben fehlen uns jetzt noch. Das war wieder so unnötig einfach. Eine Stempelmünze fehlt uns noch. Und hier schon die Boss-Tür. Okay. Leben haben wir eh nicht genug. Wolle und Münzen haben wir. Eine Stempelmünze fehlt uns dann noch. Okay, wir müssen... Ah, gucke mal hier. Das werden aber Leben sein, oder? Ja. Die reichen aber nicht. Das heißt, wir dürfen das Level gleich nochmal spielen. Die eine Stempelmünze suchen und Leben voll auskosten. Yay. Aber erstmal der Boss. Yoshi? Du kannst mir gern nachlaufen, aber die Wolle bekommst du nicht wieder.
Hier ist jedenfalls Schluss für dich. Monty vermöbelt ihn nach Strich und Faden. Ha, 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 ha. Ich hoffe, der Witz ist angekommen. So, wir müssen gegen einen großen Monty kämpfen. So, einmal auf den Kopf hüppen. Stampfattacke. So, ein Hit. Zack. Bums. So. Und wie gewohnt dürften Gegner auch wieder nur 3 Leben haben. Der verfolgt uns natürlich hier. Toll, wir wären durchgekommen, wenn wir voll Leben gehabt hätten. Der hat uns keinen einzigen Schaden zugefügt. Das ist doch... Egal. Juhu. Auf jeden Fall kriegen wir einen neuen Yoshi. Sehr braun wird's. Ist der Kakao-Yoshi. Okay. Aber erst für das nächste Level. Diese Morgenstern bestehen bestimmt doch aus harten, gefilzter Wolle. Natürlich, ne? Und wenn... Oder Stahlwolle, würde ich sagen. So, wir gehen nochmal rein hier. Hab, hab. Hier sammeln wir auch nochmal. Da war sie. Haben wir die nicht gesammelt? Gut, das heißt, wir können durchwaschen. Vorsichtig durchwaschen. Jetzt kommen noch die 2 Montys da unten. Die könnten mich nerven. Genau die beiden da. Leben, oder? Ja. Oh. Oh. Da schreie ich hier schon wie ein kleines Mädchen. Nein, das kann nicht sein. Bin ich doof oder so? Bin ich gerade dumm? Wirklich jetzt? Wirklich? Das... Oh, mich. So. Mann, du. Kann doch nicht sein. So. Monty die dritte. Haben wir nicht oft genug gemacht. Das ist ja immer so... Ah. So lange wartet, bis der losrennt. So. So, Treffer Nummer 2. Und... Jetzt wartet er nicht. Oh. Huh. Bams. Crash Bandicoot. Ja, okay. Das ist aber so eine Sache. Crash Bandicoot. Crash Bandicoot habe ich als Kind gerne gespielt. Da habe ich sogar auch die 100% geholt. Ich glaube, bei Teil 3 war das. Als Kind habe ich sowas gemacht. Hat zwar auch sehr viel Nerven gekostet, aber ja. So, ich würde sagen, bevor wir jetzt das nächste Level ansteuern.